Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin RotMac und wir sind wieder in Home Sweet Home. Ja, wir sind wieder zurück in Sanctuary Hills, weil ich habe mich dazu entschieden, nach der letzten Aufnahme mal wieder ein bisschen aufzuräumen, mal wieder die Taschen zu leeren, auch wieder mal unseren guten Buddy hier wieder abzuholen, weil ich will ja die Boxerin nicht dabei haben. Ich will ja Dogmeat an unserer Seite, nur schon, damit wir mehr tragen können und natürlich auch, weil Dogmeat halt einfach unser Freund ist. So, ja, ich habe dann hier nicht allzu viel gemacht, außer verkauft. Waffenmods und so wollte ich eigentlich machen, habe ich nicht gemacht. Ich habe auch gesehen, ich kann die Leute nicht nach Diamond City schicken für die Versorgungsroute von hier aus. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Es geht einfach nicht. Und da muss ich das auch so sein lassen für den Moment. Ich frage mich halt einfach nur, ich muss da ein bisschen weg, weil die quatschen mir da immer dazwischen. Ich frage mich halt einfach nur, wie wir die Werkbank... Alter, ich will hier reden. So, ja, was sollte ich sagen? Ich sagte Diamond City Werkbank. Ja, ich weiß nicht, wie man die Werkbank da füllen kann jetzt, wenn wir gar nichts losschicken können mit der Versorgungsroute. Finde ich ein bisschen seltsam. Wenn da jemand weiß, warum das nicht geht oder wie man das beheben kann, bitte unten in die Kommentare. So, und dann habe ich was entdeckt, was ich echt cool finde, weil es ist das, was mich am meisten gestört hat, wenn wir hier in der Stadt sind. Und zwar habe ich nie gesehen, sind die Leute irgendwo zugewiesen oder nicht. Ne? Wir haben zwar gesehen, wenn wir hier das Futter anschauen, dann haben wir gesehen, benötigt, okay, ist jetzt weiß, das heißt, jemand ist drauf. Jemand macht das Ding. Wenn das Männchen rot wäre, dann hieße das, da ist keiner drauf. So, jetzt ist aber, tada, schaut mal die Menschen an, da stand vorher nichts. Und jetzt hier, Mark Long, assigned to, assigned, oder wie auch immer, Essen. Ja, die gute Dame ist fürs Essen zuständig. Hier auch, der auch, das Drugs. Dann hier, Strong zum Beispiel, ist rot. Den haben wir nirgends zugewiesen. Wenn wir jetzt hier, der ist auch fürs Essen. Die Dame da ist für die Kleidung zuständig, also Kauf und Verkauf von Kleider. Hier Munition, da einfach Einkaufswagen, hier auch einfach ein Einkaufswagen. Also das haben sie irgendwie mal gepatcht, ich habe es nicht gemerkt, ich finde das toll. Voltec-Vertreter ist noch nicht und sie ist, wie was weiß ich aber auch nicht, sie ist einfach gebraucht. So, er ist auch fürs Essen zuständig, wunderbar, ja. Ich habe mich schon gefragt, ob ich das mit einer Mod mal machen muss. Da muss ich mich sowieso mal noch drum tun und mal schauen, was gibt es für Mods und was will ich dafür für Mods brauchen. Auch hier, liebe Freunde, wenn ihr Vorschläge habt für Mods, bitte in die Kommentare damit ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigen kann, ja. So, aber jetzt wollen wir ja endlich mal raus. Ich habe auch die Waffen wieder ein bisschen sortiert. Wir haben jetzt auf jeder Nummer. So hat man eine Waffe drauf. Und ich habe mir auch die aktuellen Schadenszahlen aufgeschrieben, damit ich auch sofort erkennen kann, ob die Waffe besser ist oder schlechter mit der Munitionsart. So, also wir suchen uns jetzt eine neue Aufgabe, beziehungsweise schauen uns an, was wir als nächstes machen wollen. So verdammt viele Quests sind es auch nicht mehr. Die Frage ist, Good Neighbor, das ist die Hauptstory, was da weitergeht. Ich würde aber sagen, wir gehen mal zur stehenden Bruderschaft, ne? Wäre doch nicht schlecht zu Paladin Dawns. Oder noch viel besser, das machen wir so. Wir machen das so, wir erledigen zuerst die Quest, die wir noch machen müssen dafür. Und zwar Reinigung des Commonwealths. Die haben wir schon gemacht, okay. Das andere ist dann, was ist denn das andere? Quartiermeister, natürlich. Wäre die haptische Antriebstechnologie aus Vault 95. Schauen wir auf die Karte, wo diese Vault ist. Und dann können wir nämlich dahin laufen. Wir müssen ganz bestimmt laufen, weil haben wir nicht entdeckt. Das ist die Fabrik. Da ist die Vault. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir gehen von hier aus rüber in die Vault. Wir machen das jetzt einfach. Ne, wir haben ja jetzt wieder Zeit. Wir haben jetzt genug Hauptstory gemacht. Ich porte schon mal. Ja, dann können wir den ganzen Südwesten auch einmal ein bisschen erkunden. Ich will jetzt da wirklich zielstrebig
auf die Volt 95 zulaufen, nicht allzu lange rumplempern, aber ihr kennt's, wenn wir irgendwas finden, werden wir das natürlich untersuchen, ganz klar. Mal schauen, was da unten alles zu sehen ist. Bin ich wirklich gespannt drauf. Und dann, wenn wir die Quest gemacht haben, können wir zu der Stellen Bruderschaft zurückgehen. Und da die zwei Quests abgeben, plus die Quests annehmen, weitermachen mit dem mit den Luftschiffen. Weil ich denke, oh, läffige Drüse. Was hat denn Dogmeat gesehen? Wo hast du denn? Wo hast du denn? Jetzt muss ich noch hier die andere Quest muss ich rausnehmen. Das sind die drei, die will ich erstmal wegnehmen. Damit wir wirklich nur diese Quest hier unten angezeigt kriegen. Auf der Minikarte. Damit wir uns auch nicht verlaufen. Ja. So, wir haben schon mal Supermutanten. Oh. Bam. So geht das nämlich. Und da ist auch schon der nächste. Auch diesem Herrn hier machen wir das Leben schwer. Oh, oh, oh. Oder er und... Oh, zwei. Scheiße. Lauf, Kollege. Lauf doch. Scheiße. Lauf, lauf. Ja, der Typ kommt auch nicht zu uns. Aber die haben wir auch schon mal alle getötet hier. Da kommt wieder die Frage, wie beim letzten Mal, spawnen die Typen immer wieder? Ich habe keine Ahnung. Und woher werde ich beschossen, denn da bitteschön? Ja, da oben. Okay, ich kümmere mich erstmal hier um die Leichen. Dogmeat ist angeschossen. Wie so oft. Und dann kümmern wir uns um dich. Na, na, der hält schon was aus. So, aber auch nicht allzu viel. Und wir haben ja genug Munition hier mit dem 556er. Improvisierte Gewehre brauchen wir einfach nicht momentan. Mit Waffen sind wir gut ausgerüstet. Nukleares Material. Und du, Kollege, gehst auch noch. Du beißt auch noch ins Gras. Und du auch. Da kann ich nicht draufbleiben, aber Taster muss ich immer wieder neu drücken. Ist ein bisschen blöd. So, aber wir treffen ganz gut. Und jetzt sollte eigentlich mal Schluss sein hier. So, Kronkorken, Fusionszelle, nehmen alles mit. Munition und Geld ist immer schön. Hier auch. So, hat er Vorkriegsgeld in den Kassen. Ja, 14 Stück. Da hat es einen Aufzug und ich würde sagen, das war's dann schon mit Zielstrebig. Müssen wir rauf. Ich meine, ich kann da nicht... Ne, der Ochsenschädel, nein. Ich kann das ja nicht so stehen lassen. Ich muss doch da rauf und schauen, was da oben ist. Da draußen wird auch noch geschossen. Radioaktive Drüse. Nehmen wir auch mit. Erstmal da unten alles anschauen. Ich meine, wir finden hier Munition. Ne? Das müssen wir schon. Müssen wir schon alles mitnehmen. Und dann schlafen wir auch ein Stündchen, damit wir wieder bei voller Gesundheit sind. So funktioniert das. So. Hey. Maurus. Nein, Dogmeat. Geh mir aus dem Weg. So, da haben wir das Zeug geklaut. Hier hat es einen Safe. Den machen wir auch noch. Bin dann gespannt, wie lange das geht bis zum nächsten Level ab. Automatikpistole. Ist einfach, macht da keinen Schaden. 10 mm macht allgemein keinen Schaden. So, ich packe jetzt nicht mehr alles, was wir finden, ein. Außer die Zigaretten, die geben gut Geld. Weil ich will nicht, dass wir immer überladen sind. Das ist echt mühsam. Das will ich nicht mehr. Ich nehme einfach nur noch Sachen mit, die ich wirklich brauchen kann. Und wenn wir was brauchen an Materialien, dann wird das ja mit einer Lupe gekennzeichnet. Also gar kein Problem. So, wo kommen wir hier hin? Wir sind nicht hochgefahren, wir sind runtergefahren. Aber da waren wir doch auch schon, oder nicht? Na komm, geh sterben, Kollege. Dogmeat drauf. So, der ist mal weg. Da waren wir doch alles schon. Wir sehen es gleich, es sollte... Links sollte ein Terminal sein. Damit... Oh! Wo erklärt wird, dass die Leute, den Leuten alle gekündigt wurde. Wenn das so ist, dann können wir hier wieder raus. Dann haben wir das schon gemacht hier alles. Keine... Doch, das ist doch hier.
Die Frage ist halt nur, Lehrer Blutsack, die Frage ist halt nur, warum hier überall wieder Loot drin ist. Oder ist das, das ist doch nicht hier, das sieht einfach ähnlich aus. So schaut's aus, Mylurk-Fleisch, die haben wirklich alles mitgenommen. Brustkorb und Bäckchen, da habe ich jetzt... Nee, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Freunde, da waren wir noch nicht. Zigaretten. Wäre schon ein bisschen sehr schräg, wenn ich da alles wieder auffüllen würde. Weil ich bin sicher... An der anderen Seite festgekettet. Da, wo wir waren, da liegen keine Zigaretten mehr rum. Ne? Da haben wir alles eingepackt immer. Ja, was das? Oh, habe ich noch Molotow-Cocktails? Habe ich nicht. Okay, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber die Waffe funktioniert ganz gut. Die halte ich mal bei. Wir können aber jetzt einen Molotow-Cocktail zum Beispiel... Oder Splittergranaten. Was haben wir denn? 4. Ist ein bisschen wenig, ne? Wollen wir denn Molotows? 7. Ist auch nicht wirklich viel, aber wir machen jetzt einfach mal... Das sind 2. Dogmeat auf die... Aus dem Weg, Dogmeat. Ich will... Das bräuchte so eine automatische. Ich muss ja jeden Schuss einzeln abfeuern. Oh. Okay. Ach komm schon. Dann nehme ich das mal mit. Und wir gehen in front of you. Ja. Was wir eigentlich machen könnten ist, wir könnten eigentlich hier... Gib mir den Molotow-Cocktail zurück, ist auch gut. Wir können eigentlich hier auf und die altbewährte Waffe zurückgreifen. Und noch etwas futtern. Wir haben ja... Ich habe so viel zu essen, Freunde. Das ist Wahnsinn. Aber das ist noch nicht gekocht. Ich will was Gekochtes. Und zum Beispiel hier... Red Kakerlaken. Ja, es ist jemand da. Und er gibt dir gleich aufs Maul. Wo ist er denn? Hier ist er. Hey! Der nimmt ja keinen Schaden damit. Meine Fresse. Der nimmt überhaupt keinen Schaden. Aber er macht auch keinen Schaden. Von daher ist es eigentlich scheißegal. So. Kaffeetasse. Hm? Laserladen. Scharfschützengewehr. Nee. Ja, diese U-Bahnen sind mir nicht so geheuer. Ich mag das irgendwie. Oh, Armeeuniform. Kriegt einer in meiner Stadt. Ich muss mir irgendwann mal richtig dick Zeit nehmen. Ganz sicher nicht. Ganz viel Zeit nehmen und Sanctuary Hills mal richtig fett neu aufbauen, die Leute einkleiden und so weiter. Aber da muss ich mir wirklich Zeit nehmen dafür. Würde mir schon Spaß machen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ich habe diesen Monat sowieso irgendwie... Ich komme nicht zum Spielen. Ja, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, die es verfolgen. Es ist jetzt nicht immer täglich eine Folge rausgekommen. Das tut mir leid. Aber es gab so viel, auch bei der Arbeit und einfach sonst so viel zu tun. Ich habe es einfach nicht geschafft. Tut mir leid, aber ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter, ne? Ich glaube, das war alles hier unten. Ist ein bisschen Ming. Oder kann ich hier raus? Da müsste ich doch irgendwie rauskommen. Ja, vielleicht. Nee. Scheint nicht gehen zu wollen. Aber da hinten ist der Zug offen. Eine Tür, also muss ich doch irgendwie da reinkommen. Hab ich das Gefühl. Und das ist auch ein bisschen seltsam. Aber es scheint, als würde das nicht gehen. Okay, ist auch recht. Ist mir auch recht, wenn das nicht geht. Dann gehen wir wieder rauf. Dann finden wir vielleicht in dieser Folge doch noch den Weg, um zu Vault 95 zu finden. So, Entschuldigung. Hier Multitask und ich, ne? Die besten Freunde. Was haben wir denn da noch? Ein bisschen Drogen. Oh, Kronkorken. Jagdgewehr. Nee, danke. 21 Kronkorken ist jetzt gar nicht mal so übel. So, dann gehen wir da hier den Gang entlang. Den Gang entlang. Da waren wir, da haben wir alles genommen. Hier die Tür.
Die ist versperrt. Und die bleibt es wahrscheinlich auch für den Moment. Aber das schaffen wir schon. Nur keine Panik. Cool. Natürlich ist das cool. So, die Toilette. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da kommt was rausgesprungen. Ja, alles klar. Haarbürste, Vorkriegsgeld. Die Kamera. Nee. Also so richtig geiles Zeug gibt es hier schon nicht. Dafür, dass wir das Ding aufsperren mussten. Das ist ein bisschen... Ah, da ist noch Stimpaks. Oder zumindest eines. Nur ja, okay, das soll es gewesen sein. Dann gehen wir halt hier wieder raus. Oder? Hallo, Orientierung. Doch. Da waren wir noch nicht. Glaube ich zumindest. Der hat... Der hängt es aber auch gut. Abhängen auf der Toilette. Warum auch nicht? Jedem das seine. Oh, oh. Man hört's noch, weißt du? Man hört's einfach noch. So, dann gibt's dann hier einfach einen Kronkorkenvorrat von 17 Stück. Luca-Cola, das können wir den Typen geben in der Stadt. Den schütten wir jetzt dann gleich zu mit Luca-Cola, dem armen Teufel, der auf Entzug ist. Und das geht in die gleiche Richtung und wir gehen wieder raus hier mit dem Aufzug rauf ins Commonwealth. Und dann ab zu Vault 95. Ich bin gespannt, ob es da Überlebende gibt. Diese Vaults sind halt immer so, weißt du, theoretisch sollte es da Überlebende geben. Noch, weil unsere Vault hat es ja auch geschafft. Ne? Was ist denn das Hässliches da draußen? Sag mal, was ist das? Das ist ein Stein. Ah, das ist ein Löwe. Ich dachte gerade, was ist denn das Hässliches? Also ein Löwenkopf, okay. Kronkorken. Kronkorken und Fleisch. So, und weiter geht's in diese Richtung. Vault 95, we are on the way. Und das nächste Gebäude, was mich anlächelt und mir ins Ohr flüstert. Junge, Rotmeck, komm zu uns. Wow, Molotow. Das schreit nach Molotow. So, und dann nach einer Waffe. Ne, die 10mm, die ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Dafür ist Mutantenfleisch. Und Dogmeat macht das Ding schon. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr viel machen. Noch ein bisschen ins Gesicht schießen, so. Ja, wunderbar. Gut gemacht, Dogmeat. Ich hätte gern noch so ein Feature für Dogmeat. Zumindest streicheln oder so. Wenn er was gut gemacht hat. So, Splitterminen und Todeskrallenhaut. Das nehmen wir gerne mit. Das gibt Leder. Und ja, das war's dann hier auch schon wieder. Hat uns das Haus hier ganz kurz angelächelt, aber das war's dann auch schon wieder. So muss das gehen, ne? Wir sehen etwas, wir gehen rein, machen da eben mal Schicht im Schacht. Das Ganze wird gesäubert und dann wieder raus und weiter geht's. Genau so spielt man dieses Spiel, Freunde. Ha. Jetzt wird er auch noch größenwahnsinnig, der Idiot. So, da haben wir, was haben wir denn da? Züge, ich mag Züge. Und Blumen, wir haben schon lange keine Blumen mehr gepflückt. So, haben wir diesem Hobby auch gefrönt. Und ich, hier durch geht's. Ich lasse die Züge jetzt einfach mal Züge sein. Ich mag zwar Züge. Ich mag Züge. Aber wir haben einen Auftrag. Oh. Ein Yogi-Bär. Sehr schön. Da gibt's Schiffe. Oh, Myalurks. Ja, aber... Ja, doch, wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Glaube ich zumindest. Myalurks. Myalurks. So. Da werden wahrscheinlich noch so das eine oder andere Meierlörk-Weibchen auf uns zukommen. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Der hat doch mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Oder auch nicht. Oh, das ist ein König. Ein fucking Meierlörk-König. Boah. Ich erledige gerade meinen ersten Meierlörk-König. Und ihr wart mit dabei.
Oh, Messerklaue. Das klingt scharf. Das klingt sehr scharf. Oh, oh. Oh, oh, Stimpak. Und dann laufen. So. Da hast du was. Der König. Himself. Und ein paar Eier. Nehmen wir gerne mit, weil... Nein, nicht Wasser. Alter, du sollst das Wasser nicht trinken. Ah, Firelux. Ah. Da ist tatsächlich welche. Ah, kommt schon. So. Ja, die Eier, mit denen kann man Meierlöck-Omelette machen. Mmh. Lecker, lecker. Das Schöne ist halt auch beim Kochen, es gibt Erfahrungspunkte. Und öfters nicht zu knapp. Also wenn man da ein paar Eier, beziehungsweise ein bisschen was kochen kann, dann summiert sich das schön. Und rentiert dann auch. So, wir haben, glaube ich, alles geköpft. So, aber wir müssen in diese Richtung, mein Lieber. Und ich möchte nicht allzu lange in diesem Wasser darum eideln. Aber wie viele Könige gibt es denn hier? Sind das alles Könige? Das sind alles Könige. Ja, oh, Legendary. Wow, was war das? Meine Fresse, was ist denn da los? Weg, 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 weg. Und Stimpaks rein. Stimpaks rein. Boah. Der Typ hat sie doch nicht alle. So, erstmal auf ihn. Und zwar hier. Ja, das hat gar nichts gebracht. Wir müssen mal ein bisschen weg hier. Ein bisschen verschnaufen. Dann setzen wir hier Moloch. Molly! Brennt, ihr Ausgeburten der Hölle. Das erinnert mich gerade ein bisschen an, oh, scheiße, scheiße. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich irgendwie an Painkiller. Für die, die das Spiel noch kennen. So von, na, übelst. Ja, okay. Ein Haufen Meilock-Könige und ich will da durch. Wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Ich habe eine spitzenmäßige Idee, Freunde. Und ich hoffe jetzt, wir sind nicht zu weit hinten, wo wir wieder starten müssen. Aber ich denke, der ganze Meilock-König-Mist müssen wir vom Anfang an wieder machen. Ja, super, von hier aus. Weißt du, nicht einmal... Oh, komm, das Haus ist ja auch nicht mal clear. Machen wir kurz noch, das muss man schon machen. Ich meine, das können wir jetzt nicht einfach stehen lassen. Die Arbeit hat man schon mal gemacht. Die müssen wir jetzt auch noch mal durchführen. Das geht sonst nicht. Dogmeat, willkommen. Komm her. Wir gehen da rein und wir hauen hier die Supermutanten um. Supermutanten. Ah, da ist wieder einer. Wieder die 5-6er Munition und los geht's. Einer ist down. Der zweite ist auch gleich dann. Ich lade immer nach. Das ist viel zu früh. Die Waffe hat so viel im Magazin drin. Ne? So viel Schuss. Da muss ich nicht immer nachladen. Splittergranate, sehr schön. Und da drin gab es auch noch was, was ich mitgenommen habe. Was war das nochmal? War da nicht was vorhin? Hier? Ne, die Tasse nicht. Ah, hier drin. Todeskrallenhaut. Genau. So. Und jetzt gehen wir weiter. Und, Freunde. Ja, ich habe die Idee des Jahrhunderts. Weißt du, ich sammle immer so viele große Waffen ein und alles. Und ich brauche dann einfach nichts davon, ja. Was? Was? Panik. Verdammte Mistviecher. So. Hier durch müssen wir. Die Navigation ist... simpel. Da kommt noch was. Da kommt irgendwo noch was. Ja, komm her. Komm nur her. Wo ist hier die Fliege? Ja, sie geht wieder. Oh, bin ich ein Fuchs, ne? Und ich auch treffsicher. Ein kleiner Scharfschütze. Wo ist denn jetzt die Fliege hin? Wo ist die Leiche der Fliege? Scheiße. Da. So. Also, jetzt machen wir die Meierlock-Könige down. Und zwar richtig auf eine fiese Art. Wenn das denn funktioniert, mein Plan. Dieses Haus hier reizt mich auch, ehrlich gesagt. Die hat sogar eine Antenne drauf auf dem Kopf.
Das ist zu viel des Guten. Da muss ich rein. Oh. Sind das Raider? Ghana? Wow. Da oben ist auch einer. Weißt du was? Da machen wir das mal scharfschützenmäßig. Weg ist er. Da leck ich mich doch. So, was haben wir denn? Jede Menge sind hier. Nein! Alter! Die Taste wollte ich nicht drücken. Nichts getroffen. Zweifach Schaden und der Typ steht immer noch. Darf denn das wahr sein? Bam! Oh, aber jetzt wollen sie es wissen. Die Herren von der Army. Was? Das war eigentlich meine Idee. Scheiße. Vorsicht. Okay, wir sind nicht entdeckt momentan. Den haben wir auch. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig uns anschleichen. Komm, bleib stehen. Boah, habe ich nicht getroffen? Kann doch nicht sein. Alter, wo bist du? Boah. Treff den nicht. Freunde, aber da haben wir was gefunden. Da beißen wir uns jetzt fest. Die Maelok-Könige müssen warten. Ich will wissen, was in dem Haus ist. Das muss wichtig sein. Da kümmern wir uns jetzt drum. Wo ist denn da der Gunner? Wird der nicht markiert? Ah, hier. Oh, ah, da oben, der Typ natürlich. Den müssen wir schleunigst weghauen hier. Der trifft aber auch nichts. So, jetzt muss ich aber gehen. Uiuiuiui, Freunde. Noch einen Schuss, komm. Ja, aber da musst du auch treffen, du Idiot. Das ist wie Moorhund schießen hier. Einer ist hier bei Dogmeat. Den könnten wir eigentlich auch nochmal hier niederknüppeln. Oh, Entschuldigung, Dogmeat. Das war mein eigener. Jetzt. Oh, blockt der Sausch. Schweinehund. Verdammte Gunner. So. Jetzt ist da aber sicher noch eine. Und eine Fatman. Super. Eine Fatman. Nein, jetzt erstmal ein Stimpack rein und dann stürmen wir das Ding. Los, drauf geht's. Gunners Plaza. Kollege. So. Geht doch. Nur mit Schleichen war das jetzt nicht. Hat das nicht viel gemein, aber. Das kommt gut. Ich glaube, so Sachen wie Splinter Cell oder so, das wäre gar nichts für mich. So schleicht ich ganz leise von A nach B. Ein bisschen Angst, dass da überall Minen sind dann. Aber da gehen wir noch eben reinschauen, ne? Wir haben noch 2 Minuten. Schauen wir uns eben da drinnen um. Und wenn es dann halt 1 Minute länger dauert, ist es auch nicht so schlimm. Außer wir haben jetzt Kontakt, dann muss ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Aber wenn es natürlich geht, machen wir das Ganze in dieser Folge. Schauen wir mal. Ganz kurz. Ich glaube, allzu viel wird hier nicht sein. Sagte er. Schau dir das an. Okay, Freunde. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Unbedingt. Ja, dann danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gibt's hier richtig Kawabum. Vielleicht nehme ich dann den Raketenwerfer mit. Dogmeat hat den ja dabei. Und dann hauen wir hier drinnen mal alles kurz und klein. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.